Hasta bonsoir, amo muchachos! Herzlich willkommen zurück hier bei Rainbow Six Siege, ranked bei den Losers. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind auf Chalet unterwegs zusammen mit Jamar Bossa. Hallo! Palim Palu! Was geht? Erstmal good luck und have fun an alle. Und jetzt picken wir El Baco. Ich habe erstmal Ash gepickt. Ich hoffe, dass sie nicht direkt am Anfang im Schneemobilgarage sind, weil mit dem Team werden wir. Wobei es geht. Ich habe Ash, ich könnte auch von oben versuchen aufzuschießen. Wir haben eine Twitch geht, dabei. Wir geht, haben... Es würde noch gehen. Notfalls würde es noch gehen. Mal sehen. Pings. Oh, zwei etwas High-Pings haben wir hier. Aber. Muchachos. Und falls ihr nicht willkommen zurück seid, weil ihr zum ersten Mal bei uns Rainbow Six seid, schaut auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall bei unserem Channel vorbei. Auf den Channel, falls ihr euch nur für Rainbow Six interessiert, wir haben mittlerweile fast 700 Rainbow-Videos. Wir sind am Start seit der Beta quasi. Damals, irgendwann 2015, als wir noch jung und knackig waren. Sind trotzdem noch schlecht. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, gebt ein Like, Daumen nach oben. Muchachos, ihr wisst, ne? Einsatz, ihr wisst Bescheid. So, da schleicht ein Vigil rum. Ich spawne auf jeden Fall schon mal Lagerfeuer. Oh, da oben läuft auch Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Da läuft etwas rum. Nee, kommt nicht Richtung Schlafzimmer. Der droppt das auch. Okay. Which would you assist Hibana to open the garage door? And if you can't open, I will open with Ash from top. So. Einmal hier hochseilen, einmal Schlafzimmer checken. Ich muss natürlich auch eine ziemlich offene Stelle gehen, wenn ich von oben aufmachen will. Da hat man nicht viel Deckung und ich habe ja gesehen, dass hier irgendwer rumgeschlichen ist hier oben. Ah, ja, Jäger ist hier. Ja, den habe ich gerade markiert, achtmal. Oder zu mir oder was? Mach den mal weg. Digga, geh, dann geh ich erstmal nach oben. Versuch den von dort weg zu flexen. Oh. Oh. Oh, er ist vorm Warte. Achso, da bist du. Du kannst da reingehen, Er chillt. Er chillt genau hinter der Wand. Ah, ich hab ihn sogar erwischt! Hab ihn erwischt! LOL! Ich hab gerade seine Leiche geschossen. Ja gut, dann geh ich wieder raus. Will ich hier nicht weiter rumpümmeln. Ja, aber irgendwer hat meine Drohne da oben weggemacht. Weiter zu seiner Position. Nice, ich glaube, in der Bibliothek müsste noch wer sein. Ja, easy wohl. Wechsle das Magazin. Wechseln wir mal eben. Nein, hier oben ist auch Vigil. Oh, ich hab ihn fast gekillt. Scheiße. Ja, okay, das Ding ist offen. Marvin, oben bei Bibliothek war noch Vigil. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Vigil hinter dir, Marvin! Ich hab ihn noch erwischt. Einen habe ich wegen gekillt, okay. Digga, wie viel hat der gefressen? Warum der Vigil, der Vigil hat dich von hinten gekillt. Ja, ich weiß, aber ich hab wenigstens noch einen bekommen. Neutralisieren. Nice one! Ich fand's krass, dass wir wirklich von allen Seiten da reingekommen sind und nicht alle einfach wie kleine Penisse vor der Garage gechillt haben. Ja, das war cool. Das war gut. Ich hätte jetzt gerne noch den Vigil gekillt und wäre selber nicht gestorben, aber bis dahin war es eigentlich ganz sexy, weil wäre ich doch von der Treppe rausgekommen. Okay! Wollen wir jetzt auch dahin gehen oder? Ja, gute Frage. Nee, lass mal Bibo, oder? Oder Esszimmer? Eins von beiden. Okay, Esszimmer sagen die anderen, dann pick ich Legion. Ist Legion echt? Eiskalt Puls, Alter, Yatzi. Ja, ich bin auch bei Legion. Ich denke mal, ich werde Roam gehen, irgendwo killermäßig. Killer King! Danke für den Damage. So, aber bis. Danke für Damage! Thanks. So. Noch so gehst, machst du den Job oben zu oder soll ich so gehen? Sieht immer gut aus. Der Roof läuft da schon oben lang. Ich gar nicht. Da wird zugemacht, dann geh nochmal Verstärkung hin. So. Auf jeden Fall diese, was wir zu haben. Bam, bam. Noch 5
5 Sekunden. Hm, und dann chill ich hier. In Trophy. Gleich geht's. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. So, wenn hier keiner kommt, gehe ich dann gleich runter. Check this out. Hallo? Okay, kommt keiner. Ich geh runter. Hier chillt auf jeden Fall einer. Einer ist schon mal Westen. Da kam mir glatt die Ash entgegengerusht. Ich glaube auch hier unten ist noch irgendwo jemand. Ja, Feindzeller ist meiner. Okay, aber ich kann nicht von der Seite pushen, wo du gerade bist, leider. Oder höre ich nur Steps von oben? Weil da ist ja die Hedge offen. Es könnte auch sein, dass ich die Steps nur von oben gehört habe. Oh. Oh, wieder dagegen. Ist ja noch alles free? Ne, da ist auf jeden Fall noch Twitch. Okay, Kill, er läuft. Das ist schon der zweite jetzt. Einer down. I'm currently safe. Hä? Hier unten ist irgendwo einer. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Lol, der hat mich echt bekommen! What the fuck? Aber er ist fast tot. Unten Weinkeller, Twitch. Problem ist gerade nur, zwei Leute sind echt gelieft, Alter. Richtige Lappen. Echt, im Gegner-Team sind zwei, lol. Wirst du gleich haben. Ist doch 100%ig da hoch, oder? Nein, die Mauer da drinnen! Ah! Rette mich! Rette mich! We'll survive! Alter, ich muss aber sagen, dafür, dass ich eigentlich in einer relativen Pimmelposition war, hatte ich Luck und wurde nicht gekillt. Ich hab dafür aber 3 Kills selber. LOL, 3 Leute gelieft! Wow, Digga! Was ist da los? Dann gehe ich. Oh, okay, einer ist zurückgekehrt. Es kommt was zurück. Wir warten noch. Bis da kommt noch einer zurück. Und einer hat wieder das Spiel verlassen. Okay, Jekyll ist weg. Diggi, das kann doch nicht wahr sein! Da nehme ich Glatz. Ich hab doch gerade so schön gespielt. Warum? Ich hab keinen Plan. Ich nehme. Ivano? Wir spielen gegen 2, Alter. Please. Okay. Wutschatschuss! Wir haben gewonnen durch Kapitulation. Aber weil das Ding eigentlich gar nicht so schlecht lief, würde ich sagen, wir behalten das. Und hängen jetzt für euch noch ein Rekrut-Troll zu zweit oder was zusammen. Hinten dran! Beziehungsweise vielleicht sogar ein Blutrache. Blutrache? Ich würde sagen Blutrache-Modus, oder Muchachos? Bis gleich! Putz, Muchachos! Wie versprochen sind wir wieder am Start, hier nachdem die anderen Chobas gelieft haben auf Grenze. Wir picken Rekrut, denn wir sind im Blutrache-Modus. Rekrut mit ballistischem Schild, nämlich Rauchgranate, Splittergranate. Und dann war Bosser auch Rekrut. Muchachos, wir uns an die Regeln vom Blutrache-Modus. Geile Challenge, die wir uns letztens nicht ausgedacht haben, die vorgeschlagen wurde. Wir haben sie letztens zum ersten Mal gespielt. Guckt mal rein. Irgendwann letzte Woche lief die Folge Blutrache. Und zwar zocken wir Rekrut. So lange, bis wir gekillt werden. Wenn uns jemand killt, dann müssen wir den Operator nehmen, der uns gekillt hat. Es sei denn, wir werden beide vom selben gekillt, dann heißt das wieder Rekrut. Und das wenn wir beide gar nicht gekillt werden, heißt es auch wieder Rekrut. Also, mal sehen, was wir nächste Runde für einen Operator spielen dürfen. Vielleicht kommt da irgendwas dran, was wir sonst nie zocken. Wuppa! Auf geht's! So, wo werden sie sein? Vielleicht oben zufälligerweise. Sind sie? Was haben die für ein Glück, Mann? 100 Pro haben wahrscheinlich als erstes dieser Büro. Digga, ich habe gerade 200 Leute markiert, trotzdem nur 2 aufgedeckt. So läuft das, so läuft das. Hast du schon die neuen Punkteänderungen mitbekommen? Nee. Bei Rainbow, demnächst ist ab dem neuesten Patch, also neue Season, wenn auch die neue Map kommt und der Operator. Sobald man markiert, einen Operator markiert, der zum ersten Mal aufgedeckt wurde, bekommt das ganze Team die Punkte. Was? Sie? Und danach gibt es diese plus 5 Punkte für weiteres Markieren nicht mehr.
Oh, okay. Damit wollen sie halt da ansetzen, dass Leute immer random markieren und die Drohnen dadurch erasen. Ist, finde ich, ein ganz guter Ansatz. Ich denke, ich will da nicht mehr markieren. Macht ja auch keinen Sinn, ja. Macht so auch nicht wirklich Sinn, aber. Wir wissen Bescheid. Hier unten ist was. Ich hab ihn hart angefragt. Okay, da geht's also nicht lang. Na, Smoke, wo sind sie? So viel HP kann der eigentlich nicht mehr haben. Wow, da war kein Arsch. Und mich natürlich gewundert. Wow. Hier neben mir auf der Stairs ist einer. Hier auf dem Stairs ist einer. Oh fuck. Ich habe jetzt keine Rauchgranate mehr. Ich muss jetzt. Alter, ich weiß gar nicht, wie ich da rausgehen soll. LOL. Hä? War da nicht gerade noch einer von meinen Jungs? Ich weiß nicht. Aber ich denke, ich bin der Letzte oder was? Hauptsache Marvin ist immer draußen, Alter. Die Runde läuft schon seit 2 Minuten und Marvin ist draußen. Digga, der auch nur ansatzweise mein Gameplay hier mitbekommen hat. Please, Alter. Oh. Oh fuck. Du hattest kein Gameplay, du hast keine Kills, also hast du auch kein Gameplay. Da kommt was hinter dir. Oh, B. Ja. Haben wir noch irgendeine Drohne? Nein, aber nicht. Mit der IQ-Waffe spielst du? Ah, pretty good. Predicted! Ah, schade, der hat nicht mehr viel Leben, der hat nicht mehr viel Leben. Ja, vorher schon angefangen. Ich glaube, da war gar keiner, als du am Anfang rumgeschlichen bist. Da kamen alle gerade erst. Die Mira hat da die ganze Zeit rumgepümmelt, deswegen. Ja, die kam gerade auch von hinten. Du hast ja gar keine Ahnung. Aber ich darf den Castle nehmen! So, ich wurde gekillt von Elo! Oh, zum Glück wurde ich auch von Elo gekillt, ey. So, ich packe auf meine Waffe den Sombrero-Talisman. Ist am Start. Blutrache-Bonus, Muchachos. Ja. Ihr wisst Bescheid. Stacheldraht. Was? Und hier haben wir noch, Ostereier. Geil! Leck mir die Knete. Und jetzt ist es ja, ich hab doch gesagt, oder? 100% ich zocken wieder einen Schalter. Wenn die oben Waffen kann man zocken, dürfen wir unten Schalter decken. GG! Richtig ran. Oh no. Es ist schon soweit gekommen, Muchachos. Wie gesagt, oder wie möglicherweise befürchtet, gehören die, kann ich gar nicht sagen, aber Ela zocke ich nie, mein Boss zockt mit Castle, also zocken wir beide schon mal Operator, die wir sonst nicht zocken. Ziemlich fresh. Was ja dann den Modus auch schon mal irgendwie Wurf macht, würde ich sagen. 10 Sekunden. Eieiei. Zirk. Kannst du irgendwas dazu machen? Nee. Ich verziehe mich nach oben. Ach, du auch? Ah, kannst du da aufspringen? Ah, nee, hatten wir ja gar nicht mehr. Shit. Hallo, das ist mein Spot. Hallo! Ey. Bevor, dass du meine Traps hier haben darfst. Extra hier noch so, damit wir von hinten nicht erwischt werden. Fenster schon offen machen. Ja. Yeah. Hier ist aber ein richtig schlechter Winkel hier. Kann man von hier aus überhaupt irgendwie was treffen unten? Ja. Sobald die reinkommen wahrscheinlich, dann geht's. Ja. Aber davor impossible.
Hier das Fenster aufgegangen. Geh gleich mal zurück, wenn du da eh schon chillst. Digga. Die Gegner sichern den Fahrgutbehälter. Steht einer vor. Hab jetzt seinen Fuß geschossen. Du kommst hier nicht rein! Da geht's schon wieder los, das Telefon. Aber man sieht meine Füße nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt bitchen, weil ich gleich noch gekillt werden. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Los! Digga! Bleib so, bleib so! Bait! Ich runter und lande auf der Dokevi, Alter! Bait, bait! Bleib da! Digga, bleib doch da! Alter! Richtige Baitrunde! Oh, ich hätte mich vor dem Bug doch killen lassen! Oh! Ach, scheiße! Ja, wieder Rekrut. Jetzt heißt es wieder Rekrut, Muchachos! Aber Alter, okay. Ich denk mir noch so, ich bitch jetzt einfach, ich will eh sterben, dann kann ich wenigstens was picken nächste Runde und ich spring runter und lande genau auf dem Kopf von der Dokevi. Und ich bin so nach vorne gerutscht, das heißt, sie war in meinem Rücken. Ich musste mich erst umdrehen, aber sie hat gar nicht gepeilt, ey. Digga, messern! Dafür war ich etwas zu sehr in Panik, glaube ich. Ich glaube, wir müssen außerdem noch so eine Zusatzregel machen. Nicht. Wenn man messert, dann darf man sich einen Operator aussuchen nächste Runde. Das wäre auch mal geil. Das könnte man tatsächlich einführen. Aber das Ding ist, ich bin immer zu... Und ich finde, messern ist halt unsicher. Weißt du, du messerst... Rekrut nehmen, Rekrut! Oh. Ja. Alter, ein Fetter, Alter. Aber trotz unserer Challenge sind wir die beiden Erstplatzierten. Lol. Das zeigt, dass unser Team auf jeden Fall glänzend unterwegs ist. Sie sind schon wieder Waffenkammer. Digga, wie unfair ist das? Ey, richtig eklig. Oh, okay, ja, ich bin wieder rausgekommen. Ihr Kacknaps. Dann versuche ich da wieder eine Rauchgranate davor zu werfen und einfach rein zu rushen. Oh. Digga, aber dass die ehrlich wieder Weaponry deffen dürfen Weaponry. Und wir ja. Eiskalt unten Schalter deffen. Also wenn die wieder Mira haben. Warte mal, wir schauen mal. Wir rushen da einfach rein dann. Oh. Kleine okay. Schlawina. Aber sie haben keine Mira, oder? Nee, die haben aber ein Murderhole. Okay, ich laufe mit Bubble mit. Mal oben lang, vielleicht erwischen wir da jemanden. Ich hab das eigentlich noch nie wirklich gemacht. Oder ich bin gleich tot, wir werden es sehen. Ab und zu klappt das mal, wenn da einer schildert, ist der es. Würde es klappen. Aber chillt keiner? No, gerade nicht. Okay, dann ich seile mich hier runter. Mach ich auch. Bein draußen, Dick! Was für ein Lappen! Okay, dann renn mal vor. Ich werfe eine Rauchgranate natürlich vor dahin. Da, hinter uns kam gerade wer raus. Oh, Cavera ist CCTV, CCTV ist irgendwas. Ja, ganz hinten. CCTV sind zwei Leute drin. Einer ist da. Und einer ist da ganz hinten. Ganz hinten in der Ecke ist noch einer. Warte. Leute, Cavera ist auch noch. Wir sind zu dritt. Three guys CCTV. Leute, sind sogar drei jetzt hier, Alter. Schön von hinten kommen jetzt. Pass auf. Also Smoke ist hier, Cavera ist hier, Castle ist hier. Das war nicht so schlau, Dude. Dahinter sind zwei Stück. Hab ich gesehen. Ich glaube, wir haben sie alle hier. Digga, ich hab nichts gesehen mit meinem scheiß Visier. Warte, Frag Grenade, nee, nicht Frag Grenade, sondern Rauchgranate. Komm. LOL. Nein! LOL. Digga, du hast mich erschossen, du Bastard! Ich hab einen Headshot, Alter, ich hab richtig gezuckt. Ey, Hauptsache ich hab jetzt sogar down geschossen und du bringst mich um, Alter. Ich spiel nur mit so Halbbehinderten hier. Ja!
Alter. Digga, wie please, legend ich dich umgebracht habe. Aber Hauptsache, ich habe nicht mal den Smoke bekommen. Der ist mir sogar auf meiner Fresse rausgesprungen. Ich habe ihn... Hä? Okay, was darfst du denn jetzt picken? Du musst jetzt... Hast du jetzt einen Freifahrtschein, weil ich dich umgebracht habe? Du musst jetzt einfach einen Operator picken, den du sonst nie spielst. Sowas wie Echo zum Beispiel. Oder Tachanka oder Aber Echo Vigil. Ist schon scheiße. Tachanka ist auch scheiße. Vigil würde ich tatsächlich sogar machen. Okay, geht Vigil durch oder soll ich Puls zocken? Puls zocke ich auch nie. Puls hast du damals aber gezockt. Zock ihn mal wieder, genau. Okay, Puls, aber mit Pumpe. So eine Scheiße, verdammte. Kloppenbar. Okay, ich weiß aber gar nicht, wo man hier am besten rausfinden kann. Da haben wir auf jeden Fall eine... Hey! Eine Twitch-Drohne. Hier schon mal down. Zwei Drohnen habe ich auch. Oh, hier was hin. What? Das Magazin. What? I'll say what? Ich muss noch meine Ladung holen. Mein Kettler! Lade nach! Actionmäßig natürlich durchs Fenster gesprungen. Because I can. Ich setze den Sensor ein. Actionmäßig! Okay, mal sehen. Bis jetzt habe ich noch nichts in Sichtweite. Oh! Nein, von allen Seiten! Wer hat mich umgebracht? Oh, Twitch! Geil! Okay. Da war ich zu langsam. Also noch draußen oder was? Ah, die haben CCTV schon komplett eingenommen. Gefühl. Sensor eingesetzt. Unten. Bis! Ich brauche irgendwie der campt, irgendwie der droht oder so. Komm schon, bleib stehen, irgendwas zum Aim oder so. Geh nur einfach weiter. Oh, 2 gegen 5. So. D4 hochwerfen, irgendwas. Oh, pass auf! Lol. Digga, haben wir doch gehört. Ich bin aber zu spät gehört. Scheiße. Ich wollte die Runde gewinnen eigentlich, please. Nein, ich will noch Twitch spielen. Versucht nicht mehr. Nein, darfst du nicht. Lol. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgut. Richtig guter Kill. Yeah! Ich hab mich einen Kill. Twitch! Yeah! Obwohl, wer hat dich umgebracht? Oh. Ja, das war Finker? Ja, Finker war das. Alter. Oh, Finker, nice. Darf ich Finker spielen? Auch nicht schlecht. Wir spielen. Trotzdem hätte ich lieber selber den Kill gemacht, wenn ich ehrlich sein soll. Finker, ihr Namen. Und, was haben wir nicht noch? Und der Pistole, Betäubungsgranate oder Sprengladung, nehmen wir Betäubungsgranate. Live! Wenn die jetzt wieder oben sind, ganz ehrlich, dann stimmt hier irgendwas nicht. Auf geht's, Muchachos! Letzte Runde! DC! Matchball Verlängerung, ich kann endlich mal ein Operator spielen. Keine Rekruten. Die sind tatsächlich schon wieder oben. Nein. Ja. Was? Und meine Drohne ist im U-Jammer. Warte, vielleicht rette ich dich. Rette deinen Arsch jetzt. Du bist. Gerade gekillt. Oh, da kommt Vigil! Oh, warte. Ich rette sie. Rettungsaktion. Ich bin schon down. Ach so. Okay. Ach, du hast dich gerade gekillt. Ja. Yeah. Okay. Aber dass jetzt eiskalt dreimal in Folge da deffen durften, ne? Ihr habt den Biogefahrgutbehälter gefunden. Weiter zu seiner Position. Okay, fragt sich. Gut! Mira Fenster ist in einem kleinen Pümmelraum. Werde ich mal eben nochmal aufmachen.
Checke mal eben CCTV. Auf jeden Fall Stacheldraht. Nein. Ah, ich wollte doch hoch. Vigilance CCTV, Vigilance CCTV. Digga! Ja, bitte. Ja. Ich bin schon wieder down. Die hören nicht mal, dass da gerade das Fenster aufgeschlagen wurde. Oh, da war gerade einer. Ich kann einfach nicht durchschießen. Geht doch. Nur noch ein Gegner übrig. Oh, der letzte. C. Dürfte, okay. Könnte Vigil sein. Oh, da. Da. Wo ist der? Ach, das ist erst hier. Den Biogefahrgutbehälter sichern. Wenigstens gewonnen! Ah, schön, schön. Das wollte ich auch ungern weggeben. Ich wurde schon wieder so behindert gekillt, Alter. Ich habe CCTV aufgeschossen, hab nachgeladen, weil ich nachgeladen habe, kam Vigil rausgelaufen und gekillt. GG. So, Alpha Pack! Leute, ich bin sogar MVP. Mhm. Easy, ihr Kacklappen. Läuft. Alpha Pack, 9%. Gimme, komm. 11% Alpha Pack? Nein, komm schon. Alle, mir gibt's eins, Marvin nicht. Leider nein, Muchacho, wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Jetzt kommt wieder Ranked und ich hoffe, ohne ganz viel Lieber, bis zum nächsten Mal reingehauen. Ciao, ciao.